Hallo, liebe Zuschauer, Pinay Cooks ist schon wieder da. Heute ist ein besonderer Tag, der Alles-Öffnen-Tag. Das klingt zunächst gut, aber Gemach, Gemach. Alles-Öffnen gilt nur für die Außengastronomie. Will man dort an einem Tisch Platz nehmen, ist der Nachweis eines negativen Corona-Tests notwendig. Ohne negativen Test gibt es kein Futter. Die Stadt Cuxhaven hat im Stadtgebiet und in Döse, Dun und Salenburg Container aufgestellt. Hier kann man sich kostenlos testen lassen. Ich glaube allerdings, diese Regelung wird keinen Bestand haben. Von Cuxhaven, Alte Liebe, über Grimmershörn, Döse und Dunen und Salenburg wollen wir die Situation am heutigen Alles-Öffnen-Tag zeigen. Auffällig viele auswärtige Fahrzeuge sind bereits in Cuxhaven, obwohl die Urlaubszeit noch gar nicht begonnen hat. Für Landraten immer beliebt eine Hafenrundfahrt mit dem Störtebäcker. Störtebäcker ist bereit, innen und außen überholt, macht nicht nur Hafenrundfahrten, sondern fährt sogar bis zur Kugelbarke. Dort muss es allerdings wenden und zurückfahren. Neuerdings soll Störtebäcker auch zu den Seehundsbänken fahren. Übrigens, der Seeräuber Störtebäcker soll auf dem Galgenberg in Salenburg, eine kleine Anhöhe, hingerichtet worden sein. Hier einer der Testcenter oder Testcontainer. Hier können Sie kostenlos einen Corona-Test machen lassen. Grimmershörnbucht mit Kaffee und Restaurant Marinello geöffnet. Einige wenige Tische sind besetzt. Thank you.
Strandhaus Döse, Architektur der 60er Jahre, aber immer noch modern. Nebenan die Konzertmuschel, hier allerdings nicht im Bild sichtbar. Restaurant noch geschlossen. Dunen, Außengastronomie geöffnet. Im Strandhotel brennt schon Licht. Übernachten darf allerdings noch niemand. Liebe Zuschauer, hier können Sie schwarz auf weiß lesen, was Sie mitbringen und anschließend tun müssen, wenn Sie vom Personal platziert worden sind. Wenn Sie diese Bedingungen nicht erfüllen können, müssen Sie draußen bleiben.
Gesetz den Fall, Sie werden dort nicht eingelassen. Können Sie hier am Coffee-Bike einen Espresso, Cappuccino oder ähnliches trinken, alles ohne Corona-Test. Salenburg, noch keine Außengastronomie, dafür viel Watt, immer geöffnet. Salenburg, jetzt die andere Seite, dort, wo die Kitesurfer sich vergnügen. Hier kann man draußen Platz nehmen mit entsprechendem Corona-Test.